Guck mal hier. Ja, das ist tatsächlich ein MacBook. Ja. What the fuck? Warum das so anders aussieht? Weil da Linux drauf läuft. Und ich finde das schon relativ cool. Also mit diesem animierten Hintergrund hier. Aber muss man natürlich nicht machen, wenn man das so hektisch findet mit dem Hintergrund. Kann man auch ganz anders machen. Denn das ist ja gerade der Punkt bei Linux, dass man alles so hinfrickeln kann, wie man das haben will. Während macOS ja einen ganz anderen Ansatz hat. Nämlich wir bei Apple haben uns genau überlegt, wie Sachen gehen, und so machen wir das jetzt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das hat natürlich auch viele Vorteile, aber ist doch super, dass man jetzt beide Welten haben kann auf Apple-Rechnern. In diesem Video zeige ich euch, wie gut das schon funktioniert mit Asahi Linux auf Macs, so heißt das Projekt, und was eben noch nicht so gut funktioniert und wofür das überhaupt gut sein soll. Und wir zeigen euch natürlich auch, wie man das installiert, ist echt relativ einfach, kriegt ihr hin. Und ihr macht nichts kaputt, macOS bleibt drauf, ihr könnt also wählen, was ihr booten wollt, und man kann natürlich auch den Ursprungszustand wiederherstellen. Bleibt dran. Liebe Hackerin, lieber Internet-Surfer, herzlich willkommen hier. Dieses Video wird gesponsert von Bitdefender Total Security. Das ist eine Software, die eure Geräte sehr ressourcenschonend, mehrschichtig schützt und viele unterschiedliche Angriffsformen bekämpft, unter anderem Ransomware und Zero-Day-Exploits. Außerdem erkennt Bitdefender Total Security unerlaubte Zugriffe auf Webcam und Mikrofon, ja, und blockt die natürlich auch. Die Software läuft auf Windows, macOS, Android und iOS, also egal, was ihr so benutzt, ihr seid auf der sicheren Seite. Mehr dazu in der Beschreibung, und wenn ihr den Link dort verwendet, bekommt ihr 50% Rabatt auf Bitdefender Total Security. Werbung Ende. So, bevor es richtig losgeht, nochmal kurz in eigener Sache. Den Mail-Newsletter vom CT3003-Team namens Hype, den kennt ihr ja hoffentlich schon. Jetzt gibt's noch einen Newsletter von unserem Muttermedium, der richtigen CT, direkt aus der Chefredaktion von Thorsten und Jan, mit so hinter den Kulissen-Infos und allem drum und dran, aber nicht als Mail, sondern in WhatsApp. Das ist ja der mit Abstand verbreitetste Messenger im deutschsprachigen Raum. Wie ihr da rankommt, wie ihr an alle anderen heißen Newsletter rankommt, wie ihr an Hype rankommt. Die Links sind in der Beschreibung. So, jetzt aber endlich Asahi Linux. Ganz frisch. Die Version, die wir getestet haben, ist die erste stabile Version, rausgekommen Ende Dezember 2023. Die erste Alpha kam ungefähr anderthalb Jahre vorher raus und die habe ich auch installiert, aber mit der konnte man wirklich noch nicht so richtig viel anfangen. Die war noch auf Arch Linux Basis, die jetzt veröffentlichte Version ist auf Basis des altehrwürdigen Fedora, also der Distribution, die auch der Linux-Erfinder Linus Torvalds verwendet. Ganz wichtig, habe ich noch gar nicht gesagt, man muss nichts hacken auf Macs, um Asahi Linux installieren zu können. Wohl der Asahi-Hauptentwickler Hector Martin alias Mark Han unter anderem die Nintendo Wii und mehrere Playstations gehackt hat. Also das ist tatsächlich von Apple beim Design der Apple Silicon Plattform, also den Nicht-Intel-Macs, also M1, M2 und M3 Prozessoren, so vorgesehen, dass man unsigniertes Zeugs booten kann. Nur gab es vor Asahi halt nichts, was man hätte booten können. Das ganze System ist tatsächlich sicherheitstechnisch sehr interessant gelöst und funktioniert ziemlich anders als x86-PCs. Man kann auf Apple Silicon Maschinen zum Beispiel nicht von externen Datenträgern booten, nur von den eingebauten SSDs. Und wenn man was Unsigniertes booten will, bleibt das Hauptbetriebssystem, also macOS, immer komplett abgeschottet davon. Und Asahi Linux ist echt eine gute Nachricht für Linux-Leute, die ihr Lieblingsbetriebssystem zum Beispiel gerne auf schöner Notebook-Hardware laufen lassen wollen. Denn egal wie man zu Apple steht, das kann man schon objektiv sagen, dass vor allem die MacBooks sehr hochwertig sind. Mit schön stabilen Metallgehäusen, super Displays, lüfterlosem Design beim MacBook Air und vor allem viel Leistung bei langer Akkulaufzeit. Aber Asahi Linux läuft natürlich auch auf stationären Apple Silicon Rechnern, also Mac Mini, iMac oder Mac Studio. Nur der Mac Pro, der wird noch nicht unterstützt. Ja, okay, aber wie läuft denn das jetzt? Ja, ziemlich gut. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht von der Smoothness von Asahi. Out of the box funktioniert zum Beispiel WLAN, Bluetooth, die eingebauten Lautsprecher bei MacBooks, die Kameras, und ich konnte auch auf meinem MacBook Air mit M2-Prozessor völlig problemlos mit den Hell-Dunkel-Tasten die Bildschirmhelligkeit einstellen. Die Darstellungsqualität ist super, Text sieht schön scharf aus, Scrolling im Browser ist geschmeidig.
Vorinstalliert ist übrigens Firefox. Also ja, es gibt Asahi in mehreren Versionen. Einmal mit dem etwas Windows und Mac ähnlicherem KDE Plasma als grafischer Benutzeroberfläche und einmal mit GNOME. Das ist dann etwas spezieller. Außerdem gibt es auch Varianten ganz ohne grafische Oberfläche. Ich habe die Variante mit KDE Plasma getestet. Was ich direkt richtig gelungen fand, wenn man hier unten auf Akku klickt, kann ich mit einem Klick direkt sagen, dass das System nicht in den Ruhezustand gehen soll und auch nicht den Bildschirm ausschalten soll. Diese Nicht-Schlafen-Gehen-Funktion ist bei anderen Betriebssystemen oft deutlich schwieriger zu finden. Was ich auch schön fand, im gleichen Menü kann ich die Tastaturbeleuchtung stufenlos einstellen und endlich gibt es hier rechts in der Ecke den Button zum Minimieren aller Fenster, wenn man einfach den leeren Desktop sehen will. Unter macOS geht das nicht, auch wenn man sich auf den Kopf stellt. Und ja, ich habe das lange probiert, auch die Workarounds sind nicht so wie das hier, also einfach zack, in die Ecke, Klick und alles ist minimiert. Ja, und sonst ist das alles sehr normal Linuxig. Programme und Updates kann man entweder in der grafischen Oberfläche Discover installieren oder halt Classic im Terminal mit dem Fedora-Paketmanager DNF. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass das halt ARM-Architektur ist und dafür gibt es etwas weniger Software als für x86, auch wenn ihr das meiste da finden solltet. Ein paar große Sachen fehlen, zum Beispiel könnt ihr zurzeit noch nicht ohne weiteres Steam installieren, ziemlich schade, und auch das Videoschnittprogramm DaVinci Resolve läuft noch nicht. Grafik-Hardware-Beschleunigung gibt es aber, denn die Asahi-Entwicklerin Alyssa Rosenzweig zusammen mit Asahi Lina die Apple-Grafiktreiber reverse-engineert und nun bietet Asahi Linux sogar standardkonforme OpenGL ES 3.1 Treiber, was macOS nicht hat. Nice. Testen konnte ich das noch nicht, ich kann aber sagen, dass TuxRacer superflüssig läuft und 4K YouTube-Videos auch. Und obwohl man ja immer sagt, dass Apple-Rechner nur wegen der engen Verzahnung von Hard- und Software so gut laufen, ist das ohne Apples Hilfe entstandene Fedora doch erstaunlich leistungsfähig. Hier, das sind die Messergebnisse des CPU-Benchmarks von Geekbench 6 unter macOS und unter Asahi Linux. Im Single-Core erreicht Asahi 95% der Leistung und im Multicore noch 88% der Leistung von macOS. Das ist schon ziemlich gut. Vor allem, wenn man sich mal andere ARM-Consumer-Geräte anschaut. Hier zum Beispiel, das ist das Geekbench-Ergebnis des Lenovo ThinkPad X13s, eines der ganz wenigen Windows-ARM-Geräte. Darauf läuft inzwischen auch Linux, aber bei weitem nicht so gut wie Asahi auf Macs. Ich habe ARMbian ausprobiert auf dem X13s und ja, das ist noch nichts für den Alltag. Aber auch wenn Asahi meiner Meinung nach echt schon geeignet ist für den Produktiveinsatz, hat es gegenüber macOS doch noch etliche Nachteile. Das eingebaute Mikrofon funktioniert hier zum Beispiel bei keinem Mac, USB-C-Displays auch nicht, Thunderbolt nicht und auch der Fingerabdruckleser nicht. Der aber wohl größte Wermutstropfen ist die deutlich kürzere Akkulaufzeit. Ich habe auf meinem MacBook Air mit M2 mit halber Bildschirmhelligkeit im Vollbild ein 4K YouTube-Video abgespielt, einmal auf macOS und einmal auf Asahi und der Gerechtigkeit wegen auf beiden Systemen in Firefox. Ja, bei macOS waren das 12 Stunden und 30 Minuten, bei Asahi leider nicht mal 5 Stunden. Und auch zugeklappt, also im Standby, da hält macOS ja extrem lange durch, also Wochen. Schönen Gruß an Windows-Notebooks an dieser Stelle. Ja, und bei Asahi sind es leider keine Wochen, sondern Tage. Aber auch wenn ich nicht sagen kann, ob macOS irgendwann eingeholt wird von Asahi, da wird sich auf jeden Fall noch was tun. Alleine die Fortschritte zwischen der ersten Alpha und der ersten stabilen Version, Tag und Nacht. Ja, und bevor ich jetzt erkläre, wie die Installation funktioniert, wollte ich ja noch sagen, warum man überhaupt Asahi installieren sollte. Ja, Grund 1, weil es cool ist. Ganz einfach. Grund 2, besseres Fenstermanagement als bei macOS. Und das sag nicht nur ich. Grund 3, weil es ein guter Skill ist, Linux zu beherrschen. Schließlich läuft das so gut wie auf allen Servern dieser Welt. Da kann man dann auf seinem Notebook schon ein bisschen üben. Grund 4, weil wenn man sehr misstrauisch durch die Welt geht und einem Open-Source-Betriebssystem mehr vertraut als einem geschlossenen. Grund 5, okay, das ist super speziell, aber das gilt auf jeden Fall für mich, weil ich halt viel mit Raspis herumhantiere und dafür gerne auf meinem Arbeitsrechner ein Betriebssystem hätte, mit dem ich das von Raspis genutzte X4-Dateisystem lesen und schreiben kann. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Erstmal eine Warnung, es ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr euren Mac komplett kaputt macht mit der Asahi-Installation, aber man hat ja auch schon scharfe Husten sehen.
macht wirklich ein Backup für euer 15 Ausrufezeichen. Und was noch wichtig ist, die Installation ist recht einfach und die zeige ich euch auch hier im Detail. Aber für die Deinstallation müsst ihr in der Lage sein, einen englischsprachigen Artikel im Asahi Linux Wiki nachzuvollziehen. Guckt euch das am besten vorher an, ob ihr da Zeit und Lust zu habt. Es gibt ein Uninstall-Skript, das mit einem Befehl alles weglöscht, aber ihr müsst zumindest danach die macOS-Partition manuell im Terminal wieder vergrößern. Also schaut da vorher mal drüber, ob ihr euch das zutraut. So, nur aber los mit dem Fun. Ihr installiert Asahi, indem ihr in macOS einfach ein Terminal öffnet und da dann das eingebt. Ist das cool, oder? Also ich finde es im Vergleich zu irgendwelcher USB-Stick-Hantiererei sehr, sehr elegant. Also Befehl eintippen, los geht's. Da tippt ihr jetzt euer Administrator-Passwort ein und merkt euch euren Usernamen, der da ganz oben vor eurem Prompt steht. Ja, und dann geht es hiermit weiter. Ihr drückt R für Resize, also Größe der aktuellen Partition ändern. Und jetzt müsst ihr euch etwas konzentrieren, weil verwirrend. Ihr werdet jetzt gefragt, wie groß eure macOS-Partition am Ende sein soll, nicht die Asahi-Partition. Könnt ihr zum Beispiel eine Prozentangabe eingeben oder zum Beispiel 300 GB. Wenn ihr eine 500 GB SSD habt, bekommt Asahi dann 200 GB zugewiesen. Also 500 minus 300 gleich 200. Minimal solltet ihr ungefähr 60 GB freimachen für Asahi. Es könnte sein, dass das Skript jetzt wegen irgendwelchen Time Machine Snapshots rummeckert. Diese Snapshots oder auch nicht abgeschlossene macOS Updates können eigentlich vorhandenen Speicherplatz belegen. Also ihr hättet beispielsweise eigentlich 300 GB freien Speicher, aber wegen der Snapshots praktisch nur noch 200 GB. Wenn euch das trotzdem reicht, dann könnt ihr mit der Installation einfach weitermachen. Man denkt immer dran, ihr müsst da eingeben, wie groß die macOS Partition am Ende sein soll. Nicht die Asahi Partition. Wie gesagt, lest genau, was da steht. Ich weiß, das ist etwas verwirrend. Wenn ihr diese Meldung bekommt mit dem Time Machine Snapshots und ihr den Speicherplatz freigeben wollt, brecht ihr das Skript jetzt ab, also einfach das Terminalfenster schließen und dann könnt ihr die Snapshots löschen. Das Skript verweist euch auf einen Artikel, in dem steht, wie das geht. Den habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. So, weiter geht's. Wenn das Skript fertig ist mit Partitionieren, seht ihr das hier. Ah super, jetzt gibt es 325 GB freien Platz. Dann einfach F tippen, also Asahi auf die neue freie Partition installieren. Und jetzt könnt ihr auswählen, welche Geschmacksrichtung ihr wollt. 1 ist die Standardvariante mit KDE Plasma Benutzeroberfläche, 2 ist mit GNOME, ist Geschmackssache. So, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr die komplette freie Partition nutzen wollt oder nur einen Teil. Wenn es die komplette sein soll, gebt hier Max ein. MAX. Bei unserer Installation hier wollen wir nur 80 GB verwenden, also gibt man hier 80 GB ein. Jetzt noch Namen für das Betriebssystem vergeben und los geht die Installation. Dann nochmal das macOS Admin-Passwort eingeben und jetzt kann man entscheiden, ob man den Asahi-Entwicklern ein paar Infos über die eigene Installation schicken will. Kann man ruhig machen, sind keine persönlichen Daten drin, aber muss man natürlich auch nicht. So, jetzt nochmal konzentrieren. System ist installiert, wenn ihr jetzt Enter drückt, fährt der Rechner runter und schaltet sich aus. So lange warten, bis er wirklich aus ist. Und jetzt, ganz wichtig, den Einschaltknopf drücken und gedrückt halten, bis da steht Loading Startup Options. Wenn man dann die Boot-Icons sieht, Fedora auswählen. Jetzt sieht man einen macOS Wiederherstellungsdialog. Da wählt man dann den Admin-User aus, gibt das Passwort ein und fortfahren. So, jetzt öffnet sich ein Terminalfenster. Hier dann nochmal den Benutzernamen, hattet ihr euch ja am Anfang gemerkt, eingeben und das Passwort. Dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage, die ihr mit Y wie Yes bestätigt. Dann nochmal Benutzername und Passwort eingeben. Wir hatten das übrigens auf einem unserer Testrechner, dass wir nach einem Reboot diesen Wiederherstellungsdialog plus Login und Passwort ein zweites Mal durchgehen mussten. Also das ist nicht schlimm, danach sollte dann alles gehen. Ja, Rechner fährt sich runter und jetzt bootet Asahi. Willkommen. Wenn ihr übrigens nicht Asahi als Standard-Bootsystem haben wollt, könnt ihr übers Bootmenü Einschaltknopf lange drücken, ne? Kennt ihr schon, wieder in macOS reinbooten und dort in den Einstellungen dann unter Start Volume das Standard-OS auswählen, was ihr haben wollt. Mein Fazit. Also ich werde Asahi auf jeden Fall auf meinem MacBook lassen. Einfach weil ich es cool finde, auf meinem Mac Linux benutzen zu können. Fühlt sich auch irgendwie so rebellisch an. Und ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt, vor allem was die Akkulaufzeit angeht und ob womöglich irgendwann Steam mit Proton funktioniert. Denn dann könnte es sein, dass deutlich mehr Spiele unter Mac Linux laufen als unter Steam auf macOS. Aber in der Hinsicht bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Das wäre ja schon ein ganz schön komplexes Unterfangen.
bräuchte man dann nämlich nicht nur die Windows zu Linux-Kompatibilitätsschicht, sondern gleich auch noch die von x86 zu ARM. Auf jeden Fall ist Asahi ein beeindruckendes Projekt und wenn ihr da mitmachen wollt, hier ist eine Liste mit offenen Sachen auf der Asahi-To-Do-Liste. Apropos offene Sachen, falls euch noch interessiert, wie das mit meinem neulich im Livestream zusammengebauten Rechner weitergegangen ist, ja, der ist jetzt fertig, läuft super, also hier an dem nehme ich das auch gerade auf und die Grafikkarte ist jetzt auch richtig verschraubt, also das hat 3 Kollegen erfordert, bis wir das dann endlich mal hatten. Danke Shahin an dieser Stelle. Und so sieht das Ding jetzt aus von innen. Ich bin echt zufrieden damit, also auch wenn das Ding im Leerlauf 90 Watt wegballert. Wir machen dazu auf jeden Fall noch ein Video. Aber das wird noch ein paar Wochen dauern. Tschüss.